Hallo, ich bin Andreas von der La Cucina. Wie das Gericht funktioniert, seht ihr in diesem Video. Heute habe ich schöne Lammfilets. Das ist ein typisches Gericht für Ostern. Dazu machen wir grüne Bohnen mit Kirschtomaten. Und das Lammfilet, das braten wir extra alles an mit Knoblauch, Rosmarin und Thymian. Dann haben wir hier die Lammfilets, die sind so schön. Hier seht ihr die Silberhaut, das lassen wir alles mit dran. Ne? Sonst wird das, geben den Lammfilets auch einen bestimmten Geschmack und dann werden die Lammfilets auch nicht so trocken. So, unsere grünen Bohnen, die müssen wir noch zurecht putzen. Am besten eine Seite, dann schneiden wir das ein bisschen ab, drehen das. Ich habe einen Topf vorbereitet mit kochendes Wasser. Da gebe ich jetzt reichlich Salz rein und blanchiere die Bohnen in dem kochenden Wasser. Das hat einen Vorteil, Salz erhält einmal die Farbe und die Bohnen erhalten auch einen Grundgeschmack. So, wir nehmen unsere Kirschtomaten, die bereiten wir auch ein bisschen vor. Die nehmen wir einfach auf das Messer und nehmen das, den Ansatz raus. Einfach mal drehen, seht ihr? Zack. Geht ganz schnell. Unsere grünen Bohnen, die blanchieren wir jetzt in dem Salzwasser ab. Das dauert circa 3 bis 4 Minuten. Die müssen noch al dente, also mit Biss fest müssen die sein. Für unseren Bohnenansatz später für die Pfanne habe ich hier Schalotten vorbereitet. Die schneiden wir einfach in Würfel. Unsere grünen Bohnen, die haben jetzt circa gut 3 Minuten gekocht. Die nehme ich jetzt aus dem kochenden Wasser ins kalte Wasser. Seht ihr, die Bohnen haben auch eine schöne Farbe noch, durch das Salz erhalten. Und wenn die jetzt richtig kalt sind, nehme ich die gleich mit raus. So. Dann haben wir noch unsere Kirschtomaten, die wir jetzt vorbereitet haben, die gelben und die roten. Die machen wir ganz kurz ins kochende Wasser. Nicht mal eine ganze Minute, sagen wir mal 30 Sekunden. Das erkennt man. Wenn die Haut so ein bisschen abspringt von der Tomate. Seht ihr? Einmal noch kurz rein. Auch gleich ins kalte Wasser zum Abschrecken. So, gelbe Tomaten können wir wunderschön jetzt die Haut abziehen. Das hat jetzt einen Vorteil, wenn wir später die Kirschtomaten zu dem Bohnen geben, dann haben wir eine schöne gleichmäßige Tomaten und die Haut bleibt außen vor. So, anfangen tun wir mit unseren Bohnen, weil die Lammfilets, das dauert maximal 2 oder 3 Minuten, die sind schon ganz schnell fertig. Ich habe hier ein bisschen Öl vorbereitet, das gebe ich in die Pfanne mit dazu. Butter. Und unsere vorbereiteten Zwiebeln, die Schalotten, gebe ich auch mit in der Pfanne. Jetzt lasse ich die Zwiebeln mit der Butter und mit dem Öl ganz leicht anschwitzen. Unsere Zwiebeln sind jetzt schön glasig. Ich gebe einfach die frischen Bohnen mit dazu. Salz. Und Pfeffer. Und ein bisschen Muskatnuss gebe ich auch noch mit dazu. Schwenkt das einmal durch und stell das einfach zur Seite. Dann habe ich hier
die Pfanne vorbereitet mit den Lammfilets. Die brate ich in Olivenöl ein. So. Lege ich schön rein. Einfach ganz leicht Farbe gehen lassen. Ich drehe das jetzt mit dem Kochlöffel um, weil wenn ich jetzt die Fleischgabel nehmen würde, dann würde ich eventuell ins Fleisch stecken und dann würde Fleischsaft auslaufen. Dann habe ich hier ein wenig Rosmarin vorbereitet. Lege ich mit in der Pfanne. Ein bisschen Thymian und unseren Knoblauch. Salz, Pfeffer nicht vergessen. Davon nicht zu wenig. Und natürlich als Geschmacksträger gebe ich jetzt noch ein bisschen Butter in die Pfanne. So, unser Boden. Die haben wir jetzt auch schon mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss abgewürzt. Da geben wir jetzt einfach nur unsere vorbereiteten Kirschtomaten mit dazu und erhitzen die Kirschtomaten in den Boden. Die Kirschtomaten sind auch mit drin. Dann haben wir hier unsere Lammfilets, die sehen auch schon sehr gut aus. Und fertig ist unser Ostergericht. Ich habe hier schon mal einen kleinen Teller vorbereitet. Dann geben wir ein wenig Bohnen in die Mitte. So. Außenrum machen wir die Kirschtomaten. Dann haben wir gleich ein bisschen Kontrast mit dazu. Schaut euch das mal an. So. Dann haben wir unser Lammfilet. Das können wir einfach. Das ist jetzt schön. Da legen wir die gebratenen Lammfilets. Legen wir einfach in die Mitte. Dazu. Dann haben wir noch unseren Rosmarin hier. Den können wir noch als Garnitur mit anrichten. Das sieht super lecker aus, Andreas. Perfekt zu Ostern jetzt. Ja, ne? Unser Osterspezial. Lammfilet gebraten mit Rosmarin, Thymian auf grünen Bohnen. Oh, wunderbar rosa. Noch ein Böhnchen. Guck mal. So, siehst du? Schön rosa, oder? Richtig gut. Ich liebe Lamm. Was würdest du denn für Kartoffeln dazu essen? Also dazu passen tatsächlich ein bisschen herzogen Kartoffeln, würde ich sagen. Auch Markierkartoffeln. Ein Kartoffelstampf. Also im Endeffekt alles, was euch schmeckt. Ne, Kartoffelpüree. Oder ein schönes Kartoffelgratin. Oh ja, Lamm und Kartoffelgratin. Aber das mit der Sahne ist ja auch gefährlich für Ostern, passt, oder? Natürlich, ne? Also ich hau jetzt hier nochmal ein bisschen rein. Das schmeckt richtig, richtig lecker. Wenn euch dieses Video gefallen hat, über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Und abonniert gerne kostenfrei unseren Kanal und folgt uns auf Instagram und Facebook. Schöne Tschüss. Ostern. Tschüss. Tschüss.